Herzlich willkommen in meinem Kanal und meiner Playlist Nähen ganz einfach. Es wird wieder einmal Zeit, euch allen ein herzliches Dankeschön zu sagen für all die schönen Kommentare, die ihr mir immer wieder schickt, und ich freue mich sehr darüber. Im heutigen Thema soll es um die Verarbeitung bzw. um die Fehlerquellen bei einer Hosenverarbeitung gehen. Ich habe schon viele Videos zu Hosenverarbeitungen in meinem Kanal drin, aber ich sehe dann doch immer wieder irgendwelche Bilder, wo ich denke, da fehlt so ein kleiner i-Tupf, um das noch besser und noch schöner zu machen. Mit anderen Worten, wir haben heute nur ein Thema in diesen Fehlerquellen. Ja, ich weiß, es ist eine Weile her, dass ich ein Fehlerquellen-Video gemacht habe. Aber dadurch, dass ihr ja auch immer wieder besser und besser werdet mit euren Arbeiten, dann sehe ich gar keine großen Fehler. Aber das ist nun heute eine Kleinigkeit, auf die ich euch aufmerksam machen möchte, damit eure Hosen in Zukunft noch schöner und noch besser aussehen, noch besser passen und euch ganz einfach Freude beim Tragen machen und auch bei den Näharbeiten. Also habt ihr Lust? Dann bleibt jetzt dran. Und ich zeige euch ganz genau, um welche Hose es sich hier handelt. Und hier stelle ich euch nun das schöne Höschen vor. Ihr seht, es ist eine hellblaue Cordhose, die eigentlich auch sehr schön verarbeitet ist. Das sieht man, da wurde viel Liebe und Zeit investiert und das ist in Ordnung. Aber wir wollen ja wieder mal etwas besser werden, noch besser werden und einfach an unseren Arbeiten noch mehr Freude zu haben. Und zwar fangen wir doch mal zuerst mit dem Bund an. Das können wir hier ganz deutlich sehen, dass da irgendwas unruhig ist an dem Bund. Und wenn wir uns hier die Nahaufnahme anschauen, sehen wir das noch besser, dass hier ganz viel Unruhe ist. Der Bund ist schön glatt. Das heißt, er wurde wahrscheinlich mit einer Flisselineinlage verstärkt und deshalb liegt er so wunderschön glatt da. Was man hier auch sehen kann, das kann ich ruhig zwischendurch auch erwähnen, da wurde ein anderer Stoff für die Innenseite des Bundes genommen und das ist sehr gut bei einem Cord, bei einem Samt generell, weil sonst würde die Hose ständig weiter wandern, wenn man sie jetzt trägt, weil ja hier der Strich dann in irgendeine Richtung geht. Also man hätte keine Freude daran an dieser Hose, wenn jetzt im Innenbereich auch wieder der Originalstoff, also dieser Cordsamt, verwendet wurde. Also das ist schon mal hier eine hundertprozentige Verarbeitung mit einem, ich denke mal, das ist ein Leinenstoff, der da verwendet wurde, oder ein Baumwollstoff. Aber kommen wir wieder auf diesen Bundteil zu sprechen und schauen wir uns ruhig die weiteren Fotos auch an. Hier könnt ihr es auch ganz deutlich sehen, da ist Weide. Hier, das ist wieder die rechte Vorderseite, auch da sehen wir das sofort wieder. Und hier auch bei diesem Teil sehen wir es natürlich ganz deutlich, dass da leider Weide reingearbeitet worden ist. Ja, warum ist das so gekommen, dass er da diese Weide reinbekommen hat, der Gute, der diese Hose, diese schöne Hose genäht hat? Ja, das erkennt man eigentlich ziemlich schnell, wenn man sich bei dieser Hose speziell die hintere Mitte anschaut. Man kann ganz genau erkennen, dass der Bund hier die Naht zusammengenäht wurde. Dann wurde auch die hintere Mitte Naht zusammengenäht, das heißt, die Hose war eigentlich komplett fertig. Also mir geht es ja jetzt nur um diese Bundverarbeitung und warum hier diese ganze Weide entstanden ist. Und nachdem diese und diese Naht geschlossen war, dann wurde der Bund angenäht. So, das war vorher alles gut ausgerechnet und der gute Mann sagt, das ist genau die Bundweite, die ich haben möchte. Nur hat er übersehen, dass er hier mehr Weide drin hatte. Und das hat eigentlich keine Funktion und sieht aufgrund dessen überhaupt nicht schön aus. Das könnt ihr hier ganz, ganz deutlich sehen. Also die rechte Seite ist schlimmer wie die linke. Ja, ein bisschen weiter noch verschoben da wahrscheinlich die Weide. Aber schauen wir uns unsere hier an. Gut, wie hätte er das vermeiden können?
Man sollte den Bund nicht in einem hier annähen. Das ist zwar richtig mit der Naht hinten drin, das möchte ich auch erwähnen, denn ich habe in irgendeinem oder in mehreren Videos ja auch gesagt, manchmal muss man mal eine Hose oder auch einen Rock, denn die gleiche Verarbeitung kann ich ja auch beim Rock machen. Die muss ich eventuell mal weiter oder auch enger machen. Aber gehen wir davon aus, wir wollen die länger tragen und plötzlich merke ich nach Corona, oh, ich habe ja schon wieder 3 Kilo zugelegt. Ja, und wenn ich hier keine extra Nahtzugaben reinmache, im Bund und in der hinteren Mitte, dann habe ich keine Chance, die mir weiterzumachen. Also habe ich, wie gesagt, schon in anderen Videos erwähnt und erklärt, obwohl ich sonst immer und überall sage, schneidet euch bitte nur 1 Zentimeter Nahtzugabe überall dran. Aber hier in der hinteren Mitte könnt ihr gerne rechts und links jeweils 2 Zentimeter Nahtzugabe drin haben, die natürlich zum Schritt hin nach hier unten auf den 1 Zentimeter auslaufen muss. Aber wenn ich das beim Bund und hier oben bei der hinteren Mitte mache, dass ich 2 Zentimeter Nahtzugabe drin habe, kann ich mir jederzeit das hier verändern und mir die Hose hinten ganz simpel und einfach weitermachen. Gut, und wenn ich nun, bevor ich diese Schrittnaht hinten zusammennähe und bevor ich den Bund hier zusammennähe, wenn ich mir jetzt den Bund hier erst annähe und hier annähe, dann sehe ich ja, ob ich eventuell hier mehr Weite hatte. Das heißt, im Endeffekt könnte es sein, dass jetzt bei diesem Bund und dieser Hose mir hier die Naht wesentlich innen dann weiter geworden wäre. Und dann schließe ich den Bund mit der hinteren Mitte, mit der Schrittnaht in einem zu und dann habe ich 0 Weite in keinem Bereich, weil ich einfach den Bund an die Hose glatt annähe, um das zu vermeiden. Aber wie gesagt, wenn er jetzt den Bund schon fertig genäht hatte und hat hier die ganzen Nähte fertig, ja, jetzt hat er plötzlich gemerkt, da habe ich ja Weide. Ja gut, dann halte ich die halt ein bisschen da ein, ja, ein bisschen gemogelt. Aber wie gesagt, es fällt extrem auf. Natürlich, er hat ja die Gürtelschlauben dran, er zieht jetzt einen Gürtel hier rein, da sieht man es auch nicht mehr. Aber dann hätte ich bei dem Bild gleich gemogelt und hätte den Gürtel schon reingezogen und dann hätte man das auch nicht gesehen. Gut, das war Punkt Nummer 1. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt, den ich hier beanstande. Und zwar geht es um die Tasche. Und wenn ihr da genau schaut, dann seht ihr, dass sich hier was anstülpt. Und da genauso. Mal schauen, ob wir das... Und hier sehen wir es vielleicht noch besser sogar. Er hat die Hose ja nur hingelegt. Er hat sie noch nicht mal an. Aber ich sehe, die Tasche ist im Grunde zu eng für die eigentliche Hose. Das heißt nicht, dass ihr am Schnitt was verändern sollt, sondern es ist eigentlich eine minimale und kleine Veränderung, die ich während des Nähens mache. Also ich schneide mir nie diese Tasche größer, wenn ich das beim Zuschnitt machen könnte, ja. Aber das mache ich nicht, nein. Und hier seht ihr, die zieht richtig rein. Und jetzt stellt euch vor, ihr zieht diese Hose an. Dann merkt ihr das, mit Sicherheit habt ihr das schon mal selbst bei einer gekauften Hose erlebt, dass ihr die Hand reinstecken wolltet, um irgendwas rauszuholen, reinzustecken. Ihr denkt, ach, die ist ja so eng am Körper. Und das stülpt sich auch alles, weil unser Körper hat ja hier diese Rundung. Und je weiter ich nach außen rausgehe, desto mehr brauche ich Weite. Und da brauche ich so 3-4 Millimeter. Viel mehr ist das gar nicht. Beim dicken Stoff vielleicht auch 5 Millimeter, dass ich das anders verarbeite. Und das jetzt zeige ich euch hier gleich mal, an einem Video, das ich ja schon in YouTube drin habe, aber vielleicht, ich weiß ja, viele gibt es ja, die gucken sich die ersten 3 Minuten eines Videos an und schauen nicht weiter und erfahren dann leider nicht, was ich genau bei so einer Tasche beschrieben habe. Und da spiele ich euch jetzt einfach den Originalton ein von dem Moment an, wo ich diese Seitennaht mit dieser Tasche verarbeiten möchte und werde.
Und seid bitte nicht erstaunt, das Video, das ich schon habe, hat jetzt keine runde Tasche, wie wir es hier sehen, also keinen runden Eingriff, sondern einfach eine gerade, schräge Tasche drin. Aber die Verarbeitung, ob das jetzt rund ist oder ob ich hier so eine Ecke reinmache oder ob die ganz schräg läuft, das ist genau das Gleiche. Also hier kommt mal jetzt der Originalton von meinem Video von der Tasche, in dem ich das schon genau erklärt habe. Setze mir das fest. Ich nähe es nicht bis vorne hinzu, denn ich will ja diese Naht noch versäubern. Da muss man immer dran denken, was will ich noch machen, was muss ich noch machen. Und genauso gehe ich jetzt hier vor. Ich habe jetzt die Kante noch nicht gebügelt, weil sie mir auch so wunderbar und super hier da liegt. Und nun, bevor ich diese Kante ein Stückchen zusammennähe, schiebe ich in meine Tasche hier rein so ein ganz kleines bisschen Weide. Auch wenn euch jetzt hier vielleicht 2 mm fehlen sollten. Aber diese Weide hier drin ist dafür zuständig, wenn ihr an euren Körper denkt, ihr habt ja Rundungen da drin. Und wenn nun der Körper nämlich hier drin ist und ich habe hier oben gar keine Weide reingeschoben, dann wird mir diese Tasche wahrscheinlich hier ein bisschen ziehen. Mit Sicherheit habt ihr das schon mal gesehen und schon erlebt, dass ihr denkt, ach, ich habe doch alles haargenau gemacht. Wieso zieht mir jetzt diese Tasche da so eine komische Falte rein? Das hängt dann damit zusammen, dass ihr 0 Weide hier reingebracht habt. Das ist nicht viel, ihr dürft da nicht übertreiben. Aber wie gesagt, so wäre es jetzt haargenau, glatt und gerade würde es liegen. Aber ich schiebe mir das so 1-2 mm zurück, auch wenn jetzt hier mein Muster nicht ganz passt. Ihr seht das, das verschiebt sich sofort um 1-2 mm. Aber ich habe hier diese Weide drin für meine Rundung, die ich unbedingt brauche, damit das akkurat nachher am Körper sitzt und angepasst ist. So, und jetzt hier mache ich auch nur ein kleines bisschen, dass ich mir festnähe, denn ich möchte jetzt zuerst meinen Taschenbeutel schließen. Und ihr könnt sehen, ich habe den hier auch nicht genau geschnitten. Bei Taschenbeutel, da ist mir das eigentlich immer ziemlich egal, ob die ein bisschen verändert werden. Und jetzt nähe ich mir die Taschenbeutel erst zusammen. Überlege noch, ob ich hier vielleicht... Ja, und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit fast übersehen, weil bei dem Kordsamt kann man das nicht so genau erkennen. Aber ich habe mir das Bild jetzt doch nochmal haargenau angeschaut und glaube sehen zu können, dass auch hier eine Stepptour ist, die nach oben führt. Schauen wir uns hier an, da sehen wir das auch, dass da die Stiche sind. Das heißt, die Naht wurde nach vorne gelegt und nach vorne übersteppt. Nur alleine dieses Übersteppen der Naht nach vorne verstärkt nochmal diese Enge von diesem Tascheneingriff. Das könnt ihr euch ja denken. Die Naht wird so hier nach vorne gedrückt, also wird dieser Bereich nochmal enger. Das wäre also wesentlich besser gewesen, diese Naht, logischerweise auch, weil ja diese ganzen Nähte von der Tasche und dem Eingriff und alles da drin sind, wenn man die nicht nach vorne, sondern auf der Hinterhose übersteppt hätte, dann wäre dieses Problem insgesamt auch nochmal minimiert worden. Selbst wenn es dann vielleicht ein bisschen eng gewesen wäre, aber so extrem wie hier und auch hier, wie wir das sehen, wäre das dann nicht entstanden. Also da unbedingt drauf achten, diese Naht in so einem Fall unbedingt auf der Hinterhose steppen. Ja, und ich hoffe, ihr konntet das nun in diesem Film sehr gut sehen, wie das einfach handzuhaben ist, einfach dieses Problem nicht mehr zu haben, indem man wirklich nur ein wenig diese Tasche, diesen Bereich eben reinschiebt. Und natürlich ist dann an dieser Stelle dieser kleine Nahtbereich so einen kleinen Tupf, schmaler im inneren Bereich, aber das macht überhaupt nichts aus. Aber dann passt mir dieses Höschen schön glatt, so wie ich es haben möchte, ohne dass ich irgendwelche Beulen an irgendwelchen Stellen habe. Ja, meine Lieben, das wäre es schon für heute. Ich wollte mich nur einmal wieder mit Fehlerquellen bei euch gemeldet haben und das war hier ein so schönes Objekt. Und ich sage ein ganz herzliches Dankeschön
an den jungen Mann, der mir erlaubt hat, diese Bilder für dieses Video zu benutzen. Ich sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Und ihr wisst ja schon, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Dann mal bis bald wieder. Tschüss, eure Lilo.